So Leute, heute ein ganzes Display Korea. Wenn ihr das nicht lesen könnt, da steht irgendwas mit BM auf Leer. Keine Ahnung, ich kann auch kein Japanisch. Deswegen wird das ein sehr, für mich ein sehr interessantes Display-Opening. Ich habe mit japanischen Karten, ich habe ja ein japanisches Booster zu War of the Spark ein einziges aufgemacht. Ich habe hierfür jetzt noch, ich habe noch keine Ahnung, wo das hingeht. Dementsprechend gucken wir mal, wo das hingeht. Ja, Japanisch bin ich nicht so bewandt drin. Deswegen seht es mir nach, wenn ich Karten nicht erkenne oder gar nicht kenne. Ich habe versucht, möglichst viel mich mit dem Set zu beschäftigen, wenn ich das Set nicht so krass gut finde. Bitte schlagt mich nicht und steinigt mich nicht. Alter, selbst der Boxtopper ist in Japanisch. Ja, den machen wir später auf. Das ist so ein Boxtopper da drin tatsächlich. Und ja, wir haben jetzt ein ganzes Display. Das ist mal wieder sponsored von meinem Local Game Store. Zumindest der Content ist gesponsert. Die Box leider nicht. Ah, die sind auch hier mit diesen anderen Boostern. Das bedeutet aber auch, hier sind... Oh, wow. Ja, ich bin super schlecht da drin. Wer noch keine Videos von mir gesehen hat, so diese zum Runterreisen kriege ich nicht hin. Dementsprechend, komm schon, hier muss doch irgendwie das Booster aufgehen. Ich scheitere schon am ersten Booster. Ich sollte einfach wieder aufhören. Video löschen. Na? Komm schon. Komm. So. Ich hoffe, die nächsten gehen dann schneller. Ich muss mich ja erstmal dran gewöhnen. Wir haben erstmal so eine Stamp-Card. Ich weiß auch gar nicht, welche Reihenfolge die sind. So eine Stamp-Card, da sind die sehr dünn. Fliegend, Erstschlag, +1/+1 Marker, fliegend, schon wieder fliegend, Trampel, Lifelink, keine Ahnung, Marker, sind ganz cool. So, dann, wenn hier das Land ist, gehe ich mal davon aus, dass hier direkt die Rare anfängt. Und ich würde auch sagen, bei diesem Display, wie immer, gehe ich auch wirklich nur die Rares und so weiter durch. Und wir fangen an mit einer Rare, die ich nicht kenne. Der Klassiker. 4x3, 5. Dann kommen die Uncommons. Ich kann hier mal noch ein bisschen sortieren. Zumindest. Und dann kommen die Rares. Die Comments. Die ganzen Rares. Das ist ja schön. Ja, wie gesagt, zu den Karten an sich kann ich nicht so die krassesten Sachen sagen. Was einfach daran liegt, dass ich das Japanische nicht so möchte. Ah, hier sind auch normale Token drin. Also nicht nur hier die Teile, sondern auch wirklich normale Token. Vollkommen. +1/+1 und davon irgendwie 3. Und kann man hier. Unsere erste Mythic. Die ist ganz cool. Das ist der Apex. Der ist ganz cool. Die spiele ich aktuell im Standard, weil ich nichts anderes habe auf Arena, weil Arena ganz, ganz komisch ist. Ich bin zu dumm, diese Booster aufzumachen. Lalala. Ja, wie gesagt, bei Japanisch kann ich nicht so viel zu sagen. Das ist ein Human, garantiert. Und, wow. Ja, wir haben hier einen Death Ray, ich darf es nicht aussprechen. Wenn ich mich nicht alles täuscht in Japanisch, müsste sein. Wenn nicht, korrigiert mich. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Artwork. Das sind die Godzilla-Sachen, die hier drin sind. Hier oben ist dann so ein Eigenname, so... Mothra, Godzilla, Space Godzilla, irgendwas. Und darunter steht dann, welche Karte das sein soll. Weil das ist nicht der Death Ray. Das ist ein anderer. Ja, auf jeden Fall, ich habe keine Ahnung. Und, wow, okay. Die sind da drin. Und dann ist die actual Karte da drin. Das ist eine verdammt, verdammt gute Karte. In dem Artwork wäre es eine Mothra. Also in dem da. Ja. Sehr, sehr cool. Macht mit fliegenden Kreaturen, wenn eine nicht fliegende Kreaturen stirbt, kann ich mit Marken wieder. Auch hier eine Mythic, auch hier spiele ich im Stand. Ach, die Karten sind leicht angeschlagen. Ja, gucken wir uns mal weiter um. Ich probiere es noch. Ich bin halt super schlecht mit diesen Teilen. Diesen Abreißteilen, ich sag's immer wieder. Token, Land, Foil und... ich habe keine Ahnung.
Gerade eben noch. Hier. Der ist cool. Der ist cool. Der ist cool. Also, den lege ich bei den Rares, weil der ist cool. Ja. Entschuldigung dafür. Der ist, wird auch tatsächlich demnächst im Legacy meiner Meinung nach gespielt. Und ja, wie gesagt, ich habe versucht, mich möglichst mit dem Set auseinanderzusetzen, sofern es mir möglich war. Aber anscheinend war das nicht genug. Full Art Cage. Immer wenn der Evolve wird, kommt eine +1/+1 Marke drin. Das ist eine Full Art Common. Wusste ich gar nicht, dass es die gibt. Und ein Ultimatum. Ja. Ganz und weiter geht die wilde Fahrt. Ich habe auch das Gefühl, das Display wirkt größer als sonst. Forest und 3x3,2. Der ist nicht schlecht. Dies. Darüber. Ich bin ziemlich bad darin, sortierte Stapel zu haben. Ah, so langsam kriege ich das auch hin mit diesem, mit dem Abreißen, sagt er und verkackt es. Hier ist nochmal so ein Markenteil. Ein Trinom. Die kommen getappt ins Spiel, machen in dem Fall jetzt ein rotes, blaues oder grünes. Das ist ein ganz cooles Teil. Und noch so ein Typ. Nice. Und noch ein Playset zusammenkriegt, warum nicht? Ist natürlich schon hübsch, sage ich mal. So. Ja, also so langsam fertig waren damit. So langsam, was ist das denn? Das ist nicht die Kommando, sondern das ist eine Companion Zone. Als Token. Die werde ich aufbewahren. Tut mir leid, wenn du das hier siehst, Chef. Die wird behalten. Und dann haben wir, 3x3, man sagt Odd oder Even an und der hat Schutz vor Odd oder Even. Das weiß ich zufällig. Wenn ich mal tausendmal gefragt wurde, ob ich den nicht im Death and Texas spielen will, den spiele ich tatsächlich auch. Der ist auch cool. Ach, so viel cooler Stuff. Also Ikoria ist tatsächlich hingegen meiner anfänglichen super harten Abneigung wegen den Godzilla-Karten, die ich persönlich zwar ganz cool finde, aber mich stört eine Sache. Mich stört, dass sie nicht den Originalnamen nach oben getan haben und den Godzilla-Namen sozusagen unten klein gedruckt haben. Bei alter Art durften das ja auch nie. So, Token, Land und 3x3 und der kriegt immer random eine Marke. Auch nicht so bad. Das sind auch noch Special Art. Also hier gibt es verschiedene Special Art Version drin. Hier, das ist so eine Comic Version. 5 Mana 4/6. Ich weiß gar nicht, ob es die auch in Kannen gibt. Jetzt hat es mich natürlich hart getriggert. Nicht, dass ich da schon irgendwas weggelegt. Oh, die Artworks sind teilweise echt wunderschön. Ich müsste die eigentlich alle einzeln. Oh, guck mal hier. Ja, da habe ich wohl schon ein paar Sachen verkackt. Das muss ich da wohl jetzt öfter mal nachgucken. Ja, dementsprechend muss ich da wohl genauer gucken, was da so in diesem Buch dann drin ist. So langsam kommt der Stapel auch in den Bereich rein, den man sieht. Da ist eine Ankam. Feuland und irgendwas, was man mit Absandfarben bezahlen muss. Lifelink gedöns. Ich glaube, der hat Trampel gedöns und der hat auch Erstschlag gedöns. Oh, hier sehe ich schon. Ah, den kenne ich auch noch. Den habe ich sogar kurz gespielt. Ich weiß noch nicht, was er tut. Er hat Mutate, das weiß ich. Aber mehr weiß ich leider gerade auch nicht. Es tut mir leid. So, Token, Land. Oh ja, die Cycle-Schildkröte. Die, wenn man sie das vierte Mal zeige, glaube ich, ins Spiel kommt mit einer. Richtig cooles Teil. Und ich habe keine Ahnung, was du bist. Aber hier werden ja wohl nicht zwei Sachen drin sein. Nein. Wie gesagt, ich habe teilweise einfach keine Ahnung, was das für Teile sind. Ich würde mich aber tatsächlich darüber freuen, wenn wir jetzt noch einen Godzilla ziehen würden. Gerade für meinen Chef, der das haben will. Und unser erster Companion. Das ist das Hippo-Companion. Companion ist eine Fähigkeit, die meiner Meinung nach total overhyped wird. Gucken. Ich nehme das hier am Freitag auf, an dem Pre-Release. Und ich werde jetzt schon angekündigt, dass am Montag Bannings für Legacy sind. Also ist für mich natürlich sehr interessant. Ja. Ein Companion. Und ist hier auch wieder was drin? Nö. Ist echt nicht in jedem drin.
Ja, und der Companion, man darf sein Deck maximal 3 oder mehr kosten lassen. Das Gegenteil von dem so verhassten Lobos. Ja, aber fällt jetzt hier gleich alles vom Tisch. Wieder hier die Teile. Den. Oh mein Gott! Foil, schwarz, weiß, rotes Triumph. Oh mein Gott, wie hübsch. Und ein Ultimatum. Hirsch. Der ist auch cool, der lässt den Gegner nämlich was opfern. Ankommens. Kommens. Ja, weiter geht die Fahrt. Ich bin, wie gesagt, bei dem Japanisch leider raus. Ich müsste mir das nächste Mal, wenn mein Chef mir das nochmal erlaubt, müsste ich mal mir jemanden holen, der Japanisch kann. Oh, guck mal hier, in wie heißt das? Maru-Farben. Der Spell, die ist wirklich, wirklich cool. Darf man mittlerweile auch fast ein Playset zusammen. Ja, so große Megapuls hatte ich jetzt aber noch nicht. Ich habe jetzt mit super harten Companions überall gerechnet und so. Aber, ist eine Verzauberung. Mehr weiß ich darüber auch nicht mehr. Es ist halt jetzt, dass man die wirklich alle nachgucken muss. Das sind auch mehr Booster, dann habe ich das Gefühl. Oder es fühlt sich auch so an, weil ich ewig lang kein ganzes Display mehr aufgemacht habe. Land. Da ist unser nächster Companion. Das ist der mit 80 oder mehr Deckkarten. Cooler Typ. Cooler Typ. Und auch hier nichts. Da muss man mal die Stapel hier ein bisschen rearrangen. Ich fühle mich da auch etwas. Mir fällt halt ja auch schon. Mittlerweile kommt das rein ins Bild. So, dann haben wir ein Temur-Spell. Keine Ahnung. Der Bär. Der Bär ist toll. Der Bär ist toll, davon haben wir jetzt mittlerweile ein Playset. Ja. So, jetzt schieben wir hier das mal einmal nach hier oben, damit das mal aus dem Weg ist. Drücken wir mal da drunter. Ist das auch auf dem Weg? Kommen wir uns hier rüber, dann nehmen wir mal die ganzen interessanten Stuff hier vorne hin. So, ich versuche die Mitte so ein bisschen rauszuhalten, weil ich da ja mit den Händen agiere. Und ihr dementsprechend dort ja auch was sehen sollt und nicht die ganze Zeit vom Hintergrund abgelenkt werden sollte. So, haben wir Token, sind mittlerweile da. Kamen sind. Oh mein Gott, der Oktopus. Von dem erwarte ich auch noch richtig viel. Also ich denke tatsächlich, dass der wirklich, wirklich hart auch gespielt wird. Mit Mutate und Flash und so weiter. Und irgendeinen Mutate-Typen. Kenne ich auch nicht. Ist das Evolve? Das ist Evolving Wilds. Hot. Hot, hot, hot. Evolving Wilds ist wirklich hot. So. Kommt das nächste. Zwei Companions soweit. Wie gesagt, ich bin da auf die Companions sehr gehypt. Kein Planeswalker, merke ich gerade bisher. Land und nochmal Feuerland. Und kenne ich auch nicht. Ich glaube, es zerstört, glaube ich, eine Kreatur, mich nicht ganz täuscht. Oh mein Gott, was bist du denn? Du bist hübsch, mein Freund. Wahrscheinlich mit Mutate. Jo, das, die Artworks sind zum Teil echt, echt cool. Gerade die Full Arts sind teilweise echt hübsch. Und, jo. Aber das ist kein Godzilla, weil wenn das ein Godzilla wäre, hätte er hier oben noch einen anderen Eigennamen. Token, Kamen und der Typ. Ich glaube, der gibt Reach. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wie gesagt. Also schlag mich bitte nicht, wenn es Japanisch ist und ich kein Japanisch kann. Ich würde es gerne können. Wenn ich es könnte, das wäre mein Leben. Wäre so viel besser. So. Dino. Ein Token, Kamen, Vollkamen und ein Trinom. Das hat mir gerade eben ein Foil. Die wird tatsächlich auch hart gespielt, sehe ich auch mal bei den Rares, weil die wird wirklich, wirklich hart gespielt. Mit dem Cycle Deck. So, ja, weiter. Hier. Ich muss gleich mal aufräumen. Token, Land und ein Maru. Dude, man merkt, ich spiele kein Maru. Oh mein Gott, du bist hübsch. Also ich mag tatsächlich die comichaften Sachen. Hier mag ich tatsächlich sehr. Aber die ganzen, ich
ziehe das noch ein bisschen rein, damit man auch sieht, wie groß der Stapel hier am Cummins ist. Aber wie gesagt, bei den Godzillern habe ich einfach das Problem, dass sie da so ein bisschen ihren eigenen Kodex nicht befolgt haben. Wo man ja normalerweise den Namen nicht verändern darf und nicht zur Verwirrung führen darf. Und, oh ja, der macht irgendwas mit Katzen. Der war ganz cool in dem Katzendeck tatsächlich. Man kriegt, glaube ich, immer Katzen, wenn der evolved wird. Ist nicht schlecht. Ja, der Shark. Shark sieht komisch aus. Shark sieht komisch aus. Gut, dann weiter. Wie gesagt, Japanisch ist nice. Ich finde das auch wirklich cool, dass sie mittlerweile, dass man da wirklich gut rankommt an die japanischen Displays. Was ich nicht so cool finde, ist, dass sie, das ist der Grund, warum wir auch so viele davon haben. Es gibt, oh mein Gott, noch eine voll rare. 2 Mana, 2-2, macht irgendwas für 2 Mana. Geil. 2 voll rares. Okay. Was? Und der Companion, Alter. Wie krass, wie cool. Wo war ich dran? Ja, es gibt hier tatsächlich. Du bist hässlich! Nee, Entschuldigung, ich bin hier nur am Rumbrüllen, was cool ist und was hässlich ist. Es gibt tatsächlich hier drin anscheinend, berichte ich mich, wenn ich falsch liege, gibt es hier drin Godzilla-Karten, die es in den normalen Displays nicht gibt. Also wirklich explizit nur für japanischen Markt. Das ist übrigens so ein eins von diesen Ultimatums. Ach, gutes Deutsch, ich habe nicht. Dann haben wir auch hier wieder diese Pappkarten. Eine Kammen, eine Vollkammen und ein Shark Bird wahrscheinlich. Shark Bird. Der macht was mit Cyclen, der ist ganz cool fürs Cycle Deck. Und also ich habe das Gefühl, es sind mehr Booster drin als in einem normalen Display. Ich muss da gleich echt mal nachgucken. Companion-Ding, wie gesagt, eins Sachen wird behalten. Oh mein Gott, Gairuda. Jetzt kommen die ganzen Companions. Companion mit alles muss gerade Mana-Kosten haben. Heilige Kacke. Das haben wir haben ja gleich ein Komplett-Set von den Commandern, von den Companions. Oh mein Gott, 2 Stück in einem Booster. Krass. Ja, wir haben ja gleich ein Komplettset von den Companions in Japanisch. Das wäre natürlich auch was Schönes. So, hey, ich zeig dir meinen Companion, aber der ist in Japanisch, du weißt nicht, was er tut. Die Spark. Noch eine Mythic. Grün-Schwarz kann ich leider nichts zu sagen. Sieht aber cool aus, der Dude. Oh mein Gott, der sieht richtig nice aus. Also Artwork-wise haben sie, wie gesagt, bis auf die Godzilla-Karten, wovon ich kein Fan bin, aber der Grund ist, warum ich dieses Opening machen darf, finde ich die Artworks in dem Set richtig nice. Ich bin davon richtig, richtig großer Fan. So, Land... Oh mein Gott, ein Trinom als... Ja. Oh mein Gott, was ist das denn? Noch eine Spinne da. Aber keine Rare, okay. Wenn das Trinom als Ding ist, gibt es keine Rare. Gut zu wissen, aber Double von diesen ist natürlich richtig cool. Das ist natürlich richtig cool. So. Dann geht's weiter. Oh mein Gott! In Foil. So ein vermute, das ist eine Godzilla-Karte, weil sie eben unten so eine Doppelsache hat. Ach du Kacke. Und, oh mein Gott! Entschuldigung. Narset als... Entschuldigung. Wie geil. 4 Mana, 4 Marken, Full Art, Japanisch. Ja, plus 1, man kriegt Mana und irgendwie Schaden und so. Und, ach, geil. Geil, geil, geil. Das, oh. Ja, das Display... Für mich wäre das in Englisch voll cool gewesen. Mittlerweile ändert sich auch die Farbe vom Video. Das ist natürlich gar nicht geil. Aber ich hoffe, ihr merkt das einfach nicht. Ich muss nachher den Booster mal ganz kurz an den Lichtverhältnissen arbeiten. Kann man... Nichts. Nichts. So, Sekunde.
So, da sind wir wieder. Ich habe mal die Lichtverhältnisse wiederhergestellt. Es wurde doch etwas sehr rosig draußen. Hab nicht damit gerechnet, dass die Sonne noch rauskommt. Und dementsprechend, ja. Oh mein Gott, der Stapel ist so riesig. Token. Oh mein Gott. Das ist meine absolute favorite Card in diesem gesamten Set tatsächlich. Mein Gott, in Foil. Alter. Und ein Lure. Und Lumos Companion. Nice. So der Hate Beer des Companions. Wow. Wow. Was haben wir hier? Der ist auch cool. Wenn der mutated wird, muss der Gegner eine Karte abwerfen. Wow, noch ein Luros. Wir haben, glaube ich, jetzt fast jeden Companion. Der Fuchs fehlt noch. Der Fuchs, komm schon, der Fuchs noch. Nee, der fehlt auch noch. Ja, also, der nächste Companion, das ist mit Ott. Oh mein Gott, ich bin das hart am Feiern, wie viele Companions mir aufmachen. Oh mein Gott. Ja. Vorletztes Booster. Schaffen wir es noch? Fuchs? Nee. Was bist du denn? Keine Ahnung. Dann kann's. So. Dann kommt jetzt, ich mache vorher den Boxtopper aus. Nicht als letztes, sondern als vorletztes. Ach, der hat auch so eine Reißlinie. Okay. Ich habe noch keine Ahnung, was in den Boxtoppern überhaupt drin war. Ich habe noch nie so einen Boxtopper aufgemacht bisher. Oh mein Gott, Glückwunsch. Oh mein Gott, wie geil. Baby Godzilla in Japanisch Foil. Also, es ist nur eine Ankam, es hätte besser sein können, aber heilige Kacke, ist das süß und nice. Wow. Wow, I love it. I love it. Okay, den Booster habe ich nochmal richtig hart verkackt zum Ende hin. Ja, gucken wir uns mal an, was jetzt noch das letzte Booster sagt. Wenn jetzt noch der Fuchs drin ist, gehe ich richtig amok. ja, ich werde hier an das Video nochmal ranhängen und nochmal alle Companions einmal zeigen. Ich glaube, wir haben alle. Ich bin mir. Nee, der grün-schwarze fehlt noch. Oh mein Gott, es fehlen ein paar Companions. Also ein Companion, glaube ich. Ja, das werde ich jetzt nochmal rearrangen und wir sehen uns gleich wieder. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie geil. Die Companions. Die Companions, Alter. Ein Companion, zwei Companion, drei Companion, vier Companion, fünf Companion, sechs Companion, sieben Companion, oh, sieben? Okay, dann fehlen doch ein paar mehr. Egal, das ist richtig nice. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß, auch wenn ich die Karten teilweise echt nicht vorlesen konnte und ich glaube auch nicht, dass so viele jetzt noch zugucken, aber ich hatte auf jeden Fall Spaß. Das hat das. Oh, schön. Das Set ist cool. Dementsprechend wird davon noch ein bisschen mehr demnächst kommen. Ich habe hier noch so ein Collectors Display rumliegen und so ein paar Einzelbooster. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Alexei. Ciao, ciao.